Ja, eine Forschungsbasis entdeckt. Ich brauche noch eine Tafel, um da die letzten Geheimnisse rauszuholen aus dieser Forschungsbasis. Moment, hier geht's doch nur nach oben. Moment mal. Eigentlich sah nur so aus. Und damit willkommen zurück zu dieser Folge. Es gibt, glaube ich, noch ein bisschen was ich noch entdeckt habe. Wir haben herausgefunden in der letzten Folge, dass diese Vapa als Schutz oder als intelligente Jägerkiller eingesetzt worden sind. Wahrscheinlich für irgendwelche Objekte. Und wir haben noch was rausgefunden. Wir sind mächtig am Arsch, denn wir sind übelst infiziert mit dem ganzen Virus-Krams hier. Diesem Bakterium, was hier im Wasser rumschwirrt. Und ich fahre jetzt hier einfach mal weiter in den Tiefen entlang. Alter Schwede, ey, diese Geräusche sind der Hammer. Da unten ist ein großes Vorkommen. Allzu lange kann ich mich nicht mehr hier aufhalten. Oh Gott, was ist das denn? Sieht aber nicht sehr angenehm aus. Und so eine komische Seeschlange. Ja, noch tiefer runter. Aber noch tiefer kann ich nicht. Oh oh. Okay, ich würde sagen, wir verpissen uns von hier. Ist das nicht ein Leviathan? Oh, schau mal an. Ein Glitchfisch. Okay, wir haben genug gesehen. Wir haben jede Menge Informationen rausgefunden. Wir müssen sowieso nochmal hierher. Ich möchte die Rubine, glaube ich, noch alle einsacken. Okay, ich bin ja schon weg. Ciao!
ist so geil, diese Erkunden in dem Spiel. Aber sie hätten ruhig raufschreiben können, dass es auch ein bisschen horrormäßig ist. Ich meine, klar, es macht schon Spaß, das Erkunden und so, aber ich mache mir doch jedes Mal irgendwie dann doch irgendwie in die Hose. Doch, doch, doch. Ich finde noch den Ausgang. Nein, mir fehlt der erwartete Kabelsatz. Stimmt, den habe ich ganz vergessen, den habe ich gar nicht mehr gebaut. Oh Gott, ein Computership. Okay, dann müssen wir mit der Dingsbums zurückfahren. Scheiße. All systems online. Okay, das war ein cooles Erlebnis, aber die nächsten Sachen sind alle tiefer, glaube ich. Ich meine, wir können ja gucken, was wir dann noch finden, alles in der Richtung. Aber wir sollten uns auf jeden Fall von diesen Viechern fernhalten, von diesen Vapern. Die sind also künstlich erschaffen worden. Und haben nicht mehr wirklich Organe, sondern eine Batterie. Krasse, krasse Mio. Und wenn ich schon mal zu Hause bin, muss ich die Dings muss noch mitnehmen. Also müssen so oder so noch mal einmal runter. Damit ich die Tafel da benutzen kann, damit wir da durch können. Ich glaube, ich habe noch zwei Tafeln übrig. Mann, oh Mann. Was für eine abgefahrene Scheiße.
Was ist da dann mal für was wir Nickel brauchten? Aber ich habe sogar drei Tafeln schon an. Dann können wir den ganzen Rotz hier da reintun. Eine Tafel nehmen wir mit. Und was wollte ich machen? Genau, so ein Schaltkasten. Erweiterter Kabelsatz braucht zweimal Gold und Computerschutz und einen Kabelsatz. Das heißt, wir brauchen Silbererz. Das sollte, glaube ich, kein Problem sein. Zweimal Gold. Haben wir hier nicht. Und hier auch nicht. Was für ein Dreck. Aber hier haben wir jede Menge Gold. Silbererz. Diamant brauchte ich auch für irgendwas, oder? Ach so, um eine von diesen Tafeln herzustellen. Nee. Nee. Lassen wir die wieder hier drin. Nickelerz. Für was bräuchte ich Nickelerz? Oh Gott, das ist so schlimm. Ich habe alles wieder vergessen. Oh nein. Ja, Silbererz haben wir jetzt. Ein Computerchip. Tischkorallenprobe und Kupferdraht. Okay, zweimal Kupfererz und einmal Biokrams. Ah, fängt das wieder an. Hier ist kein Kupfer drin. Hier auch nicht. Tischkorallenprobe habe ich ja hier reingeschmissen. Mal zweimal und Kupfer. Habe ich Kupfer? Das ist alles Gold. Das ist auch alles Gold. Ich habe doch vorhin irgendwo Kupfer gesehen. War das oben? Ich glaube, es war oben. Schön, dass ich jetzt einmal im Kreis gerannt bin. Irgendwo hatte ich Kupfer. Einen der Titanfächer? Ich glaube ja. Ja, da haben wir es. Zweimal Kupfer, gut zu wissen. Oh. Jetzt fehlt wieder Gold. Warum das denn? Aber hier haben wir noch einmal Gold. Gut, ich könnte jetzt die Ladestation, glaube ich, bauen. So, das heißt... Mal ganz kurz gucken, wofür brauche ich denn Nickel? Brauchte für irgend... Ach, ich brauche für das Dingsbums hier oben Liquid, glaube ich. Ah, dreimal Nickelerz, passt aber an Aerogel. Neptun Haupttriebwerk. So, Aerogel muss ich finden. Gut, jetzt müssen wir einfach zurück. Wir haben die Tafel, das heißt, wir können auf jeden Fall nochmal einmal runter. Aber das Problem ist an der ganzen Sache, schauen wir eben auf die Schlauhr. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, das heißt, das kann ich gar nicht mehr machen. Tatsächlich habe ich es mir jetzt abgewöhnt, für euch als Information. Ich werde immer wieder versuchen, 7 Folgen für jeden Tag zu haben, aber es ist nicht mehr möglich, weil ich auch tatsächlich versuche, auch ein bisschen was anderes zu spielen.
das Swimmen dazwischen kommt. Und es ist jetzt Frühling, Sommer, da bin ich sehr, sehr oft unterwegs, habe also nicht häufig so die Zeit wie im Winter, wo ich halt drinnen sitze und nicht so häufig rausgehe und viel, viel mehr Zeit habe zum Aufnehmen. Also bitte, 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 seid mir nicht allzu böse, wenn da keine Folgen kommen. Das werde ich, glaube ich, auch auf Facebook nochmal schreiben. Ich bin halt im Sommer und im Frühling oder Frühling-Sommer sehr, sehr aktiv, was so draußen an draußen umherstreunern angeht und auch mit Freunden treffen und so, viel, viel aktiver als im Winter, logischerweise. Im Winter bin ich tatsächlich eher also ein Stubenhocker, also eigentlich so gut wie gar nicht draußen bin. Das Streamen wird kommen, wenn ich Bock drauf habe und wenn ich genug Folgen habe, werde ich halt die Folgen, die ich habe, auch hochladen. Es sind, glaube ich, keine 7 Folgen geworden, aber Moment, wo fahre ich denn hin? Ah, bin doch richtig. Aber wir werden es, glaube ich, überleben, hoffe ich. Wir werden jetzt noch ein paar Sachen machen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal zur Basis komme. Wir gucken mal. So. Wir müssen ganz schnell... Da können wir sie bauen. Energieladestation. Das ist auch die richtige. Energiezellenladestation. Genau die wollen wir bauen. Oh, da passt aber nicht viel rein. Sich ja wieder auf. Oh nein, tun sie nicht. Ganz im Gegenteil, die verlieren ja ihre Energie. Dann lohnt sich das ja eigentlich gar nicht, die hier drinnen zu lassen, tatsächlich. Das lohnt sich ja dann mal gar nicht, die hier drinnen zu haben. Ich dachte, es hat vielleicht einen Vorteil, aber können wir denn eigentlich auf dem Ding? Das werde ich mir eben kurz überprüfen. Ich nehme mal nicht an, dass es geht. Nein. Gut. Welcome aboard, Captain. All systems online. Was gibt's denn für Module? Oh, das eine Ding ist schon leer. Das lohnt sich echt nicht. Ach du dickes Ding! Tiefenmodul können wir nicht. Oh, das bräuchten wir, den Wärmereaktor. Aller Kernkyanid und keinen Polyanalyn habe. Können wir das eigentlich vergessen? Naja, okay. Dann gehen wir mal wieder rein. Das ist dann nicht so lohnenswert hier. Den müsste ich dann wahrscheinlich zu Hause aufladen, die Dinger. Damit es tatsächlich eher sinnvolle Aktionen gibt.
All systems online. So, ich guck mal eben auf die schlaue Uhr, was die sagt. Ja, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut, liebe Leute. Das war's für mich in dieser Aufnahmesession. Ich werde mal noch ein bisschen in dem Frachtraum rumgucken, ob ich da Wasserchen habe. Jawohl. Ja, hier war wirklich so eine Energiezelle. Jede Menge Energiezelle. Genau, und dann wollen wir, glaube ich, noch ein bisschen was trinken. Essen heben wir uns mal noch auf. Und in der nächsten Folge geht es genau an dieser Stelle weiter. Dann werde ich die Tafel benutzen. Und dann müssen wir ein paar Sachen noch umändern, damit die Zyklop, ja, richtig läuft. Ich glaube, wir werden uns dann hier in dieser Umgebung noch ein bisschen umschauen. Ich werde in eine bestimmte Richtung fahren. Und dann gucken wir mal, was wir da unten überall noch treffen. Also da unten wird es, glaube ich, nicht mehr allzu viel geben. Es geht da zwar noch weiter, aber da ist halt einer, ein böser Fisch im Weg. Da muss ich mal gucken, ob ich den irgendwie wieder vorbeikomme, um dass wir dahinter nochmal nachschauen können, was da ist. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen, liebe Leute, und dann sehen wir uns zu einer neuen Aufnahmesession wieder. Bis dahin. Tschüss.